Dieses Video wird sowas von künstlerisch. Ja, das ist eine gute Idee. Jetzt siehst du richtig aus. Du siehst doof aus. Hey, wieso? Du stehst doch vorne. Warte. Das einzige Problem an der ganzen Sache ist, wir können nicht malen. Und deshalb machen wir ein BFF-Battle. Wir ziehen Zettelchen, was wir malen müssen. Übrigens, wir haben nur eine Stunde Zeit. Wir waren einkaufen und haben jetzt hier ein komplettes Atelier aufgebaut. Ich hab doch noch welche gefunden. Hier drin befindet sich das, was ein jeder Künstler braucht. Wovon Maler leben? Die Staffeleien. Wir haben echte Staffeleien bestellt. Große, echte Holzstaffeleien. Ich fühle mich jetzt schon wie so ein richtiger Künstler. Wie gut kann etwas verpackt sein? Hilfe. Da ist sogar ein Schraubenzieher dabei. Und eine Anleitung. Eine Anleitung in einem kleinen Beutelchen. Die Anleitung ist nicht so klein, wie sie aussieht. Ups. 5 Schritte. Das schaffen wir. Das ist unten. Yay! Sie ist fertig. Jetzt muss sie nur noch stehen. Wow. Du bist schief. Ja, am Feinschliff muss man noch arbeiten. Und es ist ein bisschen weit unten. Ich glaube, ich muss es ein bisschen höher einstellen noch. Aber es hat geklappt. Jetzt müssen wir das Ganze nur nochmal machen. Bleibt bis zum Ende dran und entscheidet mit dem Hashtag Team Vicky oder Hashtag Team Sarina, wer das BFF-Battle gewinnt. Kunst darf nicht kritisiert werden. Wo sind die Zettel? Da. Auf diesem Zettelchen steht drauf, was wir zeichnen müssen. Thema oder ein Bild oder ein... Ihr wisst schon, ich fange einfach an, ja? Gleichzeitig. 1, 2, 3. Blumen. Galaxy. Das ist ja voll cool. Tauschen? Das darf man nicht. Meinst du schon ein bisschen lame, oder? Man darf sich aber Inspirationen gucken, oder? Pinterest. Hier, mein Inspirationsgerät. Wie professional wir sind. Wir haben hier alles vorbereitet. Pinselmäppchen, sogar so eine Spatel. Wir haben hier so ein Glas mit Pinseln. Jede Menge Acrylfarben. Eine Mischplatte. Und das ist jetzt unser Maleratelier. Ach ja, und wenn ihr dann wirklich begeistert seid, ihr könnt gerne in den Kommentaren Gebote abgeben, wie viel ihr zahlen würdet. Oh, übrigens, wir haben nur eine Stunde Zeit und die beginnt jetzt. Wir brauchen noch den zweiten. Maler Dingsi Bumsi. Jetzt. Finde ja gar nicht. Lineal? Maler Dings? Ja, Bleistifte habe ich nicht. Das ist richtig professionell. Ich sag, die Sarina gewinnt. Galaxy ist viel schwerer. Das auch, ja. Ich habe keinen Plan, womit ich anfange. Ich glaube, diese Leute machen zuerst immer den Hintergrund so farbig. Einfach mal nur einen Hintergrund. Was brauche ich? Blau ist schon mal gut für Galaxy. Oh, die sind noch zu. Oh, hier ist eine Weiß. Mhm. Wichtigste Regel, von Weiß braucht man immer richtig viel. Ich fange einfach an, ohne viel drüber nachzudenken, weil die Zeit läuft ja auch irgendwie. Ha, der erste Pinselstrich. Das sieht ja aus wie im Kindergarten. Die Idee ist jetzt schon mal ein Bild, ich glaub's nicht. Nö, das ist mir zu hell, ich muss das dunkler machen. Du machst einen Rand, das ist voll die gute Idee. Es fühlt sich auch so ein bisschen an wie im Kindergarten. Ich beginne auch mit dem Hintergrund, denn das macht man so. Das hält man so. Mhm. Ey, gut, stimmt, voll praktisch. Danke für den Tipp. Viel blau. Muss man die aufmachen? Ja, muss man. Da unten ist der Mülleimer. Hey, ich mache auch einen blauen Himmelshintergrund. Die hat sich den besten Pinsel schon gekrallt. Frechheit. Das ist gar nicht so schlecht. Ich glaube, echte Künstler malen nicht unter Zeitdruck. Das ist das Problem, Leute. Um keine Ausrede verlegen. Achtung, meine Damen und Herren, Sie sehen hier nun, wie etwas Großartiges entsteht. Es gibt doch diesen einen da auf YouTube, der zeigt, wie man malt. Also dieser Supermaler. Ist der nicht schon tot? Ja, aber der ist richtig bekannt. Bob Ross. Ha, da ist er ja. Der hat so einen Wuschelhaarkopf und der sieht richtig nett aus. Und ich gucke mal, vielleicht macht der gleich hier so eine Anleitung für mich. Der ist gerade live. Der kann nicht tot sein, der ist live. Der hat schon 10 Staffeln. Der macht immer Landschaften. Kann der bitte mal eine Galaxy machen? Oh, das ist Schnee. Hi. Wow. Der malt mit richtig wenig Farbe. Der hat aber eine große Farbpalette. Und jetzt malt er mit dem Finger. Ich weiß nicht, ob ich das nachmachen sollte. Er kann das einfach. Ich guck mal ein bisschen, was er macht. Der macht mehr so in alle Richtungen. Nicht so Striche. Hat er schon recht. Wenn ich da jetzt alles schwarz mache im Hintergrund, dann kann ich ja gar nichts mehr draufmalen, oder? Das ist dieser eine Moment, wo ich kurz vor Aufgeben bin. Er kommt früher als gedacht. Ganz ehrlich, ich hätte mal gestern anfangen sollen, die Videos von dem anzugucken. Ich glaube, heute ist ein bisschen zu spät. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass eine Stunde sehr wenig ist. Was sagt die Zeit? Also voll das hässliche Blau geworden. Ich habe irgendwie alle Blautöne zusammengemischt. Und jetzt sieht es so aus. Das will ich so nicht. Zu diesem besonderen Anlass möchten wir euch eine besondere Neuigkeit mitteilen. Tada! Das ist das Cover unseres neuen Comics. Sorge um Cookie und der Comic wird ab dem 29. Februar 2024 überall erhältlich sein. Ich kann gar nicht glauben, dass es aber schon der 4. Teil ist. Wer von euch hat alle 3 Teile schon gelesen? Schreibt es mal in die Kommentare.
Ich glaube, man muss mal mit dem Hintergrund anfangen. Kann schwierig werden, kann hässlich werden, aber man kann ja immer noch drüber malen. Meins wird auch ein Himmel. Aber dein Thema ist doch Blumen. Blumen vor dem Himmel ist mein Thema. Echt eine große Leinwand ausgesucht für nur eine Stunde Zeit und kleine Pinsel. Ja, ich glaube, ich brauche jetzt auch so eine große Farbpalette wie Bob Ross, weil meine ist schon voll mit Blau. Was machst du denn da? Ich habe nur so wenig. Ja, meine Farben waren zuerst zu hell, dann zu dunkel und jetzt habe ich so viel. Ich verstehe jetzt, warum Kunst so teuer ist. Weil man 100 Stunden braucht, bis man fertig wird mit einem Bild. Ja, und weil die Farbmenge auch beträchtlich ist. Jeder Künstler wird uns jetzt verachten, weil wir sagen, huch, in einer Stunde schaffen wir locker. Vielleicht sind wir auch unentdeckte Naturtalente. Tu einfach mal so, als wüsste ich, was ich da mache. Und dann wäre ich mir ganz sicher, dass das toll wird. Bisschen wackelig sind diese Dinger schon. Aber liegt es an der Leinwand oder liegt es an der Staffelei? Also ich habe jetzt eine neue Technik entwickelt. Ich nenne sie die Wellentechnik. Man malt einfach so kleine Wellen und das sieht dann besser aus. Vielleicht werde ich die Nachbarin von Bob Ross. Also egal, ob der so lebt oder nicht mehr. Oh Gott, irgendwie voll böse. Kann ich mein Thema ändern? Das sieht ein bisschen mehr aus wie unter Wasser und nicht wie Galaxy. Ich mache unter Wasser, ich mache Fische, okay? Also dein sieht auch aus wie Kindergarten, ne? Hallo? Ich krieg jetzt einen Motivationskick, weil ich den halben Hintergrund bald fertig habe. Bei so einer riesen, krassen, großen, weißen, leeren Leinwand dachte ich so, es wird nie was. Okay, wer ist deine Muse eigentlich? Wer ist was? Wer ist deine Muse? Das ist das oder derjenige, der dich inspiriert. Ich selbst. Oh Gott. Ist das ein Problem? Du bist sowas von gegen die Regeln. Ich glaub's nicht. Mann, wenn ich unendlich Zeit hätte, dann würde es besser werden. Die erste Hälfte von meinem Hintergrund ist soweit fertig. Vielleicht passe ich noch ein bisschen was an, aber ich muss jetzt weitermachen. Untere Hälfte. Wenn ich noch alles weiß. Pinsel waschen, Tablett waschen. Das funktioniert ja bestens. Der Pinsel ist einfach für immer blau. So, kein Bock mehr. Hintergrund ist fertig. Grün ist am Start. Grün sieht schon mehr nach Blumen aus. Es sind Blumen vom Himmel. Ich will ja jetzt echt nicht wie ein Nachmacher rüberkommen, aber ich brauche auch grün. Für Galaxy brauchst du grün? Alle Farben. Deins könnte auch unter Wasser sein. Wir machen einfach neue Regeln. Wir haben beide unter Wasser. Seealgen oder was? Darf man aufgeben? Niemals. Immer weiter. Ich strecke meinen Pinsel in die Luft und winke das Fähnchen. Einfach weitermachen. Hey, sag mal, gibt's hier kein Rosa? Muss ich das jetzt anmischen? Gibt halt echt nichts Leichteres, als Rosa anzumischen. Trotzdem eine Frechheit. Diese Farbe heißt Scarlet. Ich finde deins eigentlich ganz schön. Willst du mich irritieren, oder? Das meine ich ernst. Noch ein bisschen zu viel Chaos. Ich muss da noch ein bisschen Sanftheit reinbringen. So mischt man Rosa an. Ein bisschen Rot. Und viel Weiß. Richtig viel. Ich merke, was dein Problem ist. Okay, mal gucken, was da jetzt rauskommt. Was für ein Problem? Naja, eigentlich sollte man zwischendurch auch mal trocknen lassen, weil sonst vermischt sich am Ende alles zu einem riesen Gatsch. Das wird so eine spezielle Rosenrasse. Vorgestellt. Ich dachte hier, ich komme so in mein Atelier, in meine Staffelei und ein neuer Künstler ist geboren. Oh Mann, wo ist denn Bob Ross, wenn man ihn braucht? Ich habe keinen Bock mehr. Das gefällt mir nicht. Kann ich neu anfangen? Nein, sicher nicht. Du kannst übermalen. Oh, diese Pinsel sind super, wenn sie im Ohr jucken. Der Pinsel ist für alle da. Wir sind jetzt ungefähr bei der Halbzeit und es gibt ein kleines Tief. Ein Mittagstief. Neue Farbe freigeschaltet. Gelb. Ihr fragt euch vielleicht, was macht Gelb in der Galaxy? Ja, natürlich Sterne. Ganz feinen Pinsel zur Abwechslung. Hellgrün bitte. Jetzt brauche ich auch noch Rosa, aber ich mische das mit einem anderen Rot. Ich bin Rosa-Spezialistin, ihr könnt mir vertrauen. Oh je, viel zu viel. Vertrauen zerbrochen. Ich sag's euch, die Weiße kriegen wir heute noch leer. Locker. Highlight. Ändern, dass es aussieht wie Seegras. Ich habe gerade meine eigenen Probleme. Wie soll ich mit Gelb über Grün malen? Das funktioniert einfach gar nicht.
Warum sind Sterne so schwer? Du kannst so eine Sprengkriegtechnik machen. Ich weiß nicht, ob ich dir trauen kann. So mit einer Zahnbürste, kennst du? Habe ich im Kindergarten regelmäßig gemacht. Throwback. Also das Rosa deckt wenigstens schon mal besser als das Gelb. Fühle mich gerade so, als wäre ich ein bisschen zu entspannt. Vielleicht soll ich mal wieder auf die Uhr gucken. Okay, alle sind jetzt ganz still. Es wird mein Saturn. Ich hoffe, der wird rund. Auf jeden Fall wird er zweifarbig. Gar nicht so schlecht. Guckt euch den Farbübergang an, Leute. Okay, okay, jetzt muss ich irgendwie mal wieder noch ein bisschen Zeit gut machen. Ich brauche noch ein paar Sternbilder. Wie sehen Sternbilder aus? Achtung, Leute, nur noch 10 Minuten. SOS, ich beeile mich jetzt. Sarina, hast du die Zeit im Blick? Ja. Hey, du hörst die an, als hättest du die tiefste Entspannung. Ich habe nicht mal Zeit, rüber zu gucken zu dir. Ich habe nur schon aufgegeben. Keiner gibt hier auf. Alle kämpfen bis zum Schluss. Und sieht es aus wie ein Sternbild? Habe ich gerade erfunden. Von dir lasse ich mich nicht verunsichern. 10 Sekunden sind noch übrig. Nein, ich bin noch lange nicht fertig. Ich hatte doch so viele Pläne. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pinsel weg. Nein. Es war gerade dabei, besser zu werden. Ich beschlagnahme die. Deine Finger sehen noch schlimmer aus als meine. Hier ist es. Darf ich vorstellen? Mein erstes Bild auf einer Staffelei, auf einer XL-Leinwand. Das reiche ich ein für dieses BFF-Battle. Bitte Hashtag Team Sarina in die Kommentare. Ich habe mir viel Mühe gegeben, auch wenn es jetzt doch Thema Blumen und Wasser ist. Dankeschön. Mein Weltall. Ich wollte noch mehr bunte Elemente dazu machen. Ich finde, es war auf dem guten Weg. Ihr seht das Potenzial, oder? Stimmt, Hashtag Team Vicky. Danke, ihr Süßen, fürs Zusehen und danke an jeden, der auch schon abonniert hat. Hab euch lieb. Bye.